Herr Lubner, Sie sind auch für den Wiener Opernball zuständig und sind heute hier in Dresden. Ja, ich bin am Wiener Opernball, bringe ich heuer das 28. Mal Gäste. Und beim Dresdner Opernball war ich auch schon öfter. Wie oft? Das vierte Mal, schätze ich, vielleicht auch schon das fünfte Mal. Was haben Sie für Erinnerungen? Haben Sie vielleicht an den letzten oder an den vorletzten unwahrscheinlich schöne Erinnerungen, dass Sie sagen, oh wow, das war so toll? Unterschiedliche Bälle. Der Wiener Opernball ist ein reiner Faschtanzball. Da geht man vorher essen, der beginnt erst um 10. Dann ist eine Stunde Eröffnung mit tollen Opernsängern auch. Und dann tanzt man. Und am Dresdner Opernball gibt es eben die Ehrungen von den Gästen, dann eine kürzere Eröffnung und dann gibt es unendlich viele Tische, wo man isst. Und die Logen sind nur angedeutet. In Wien ist man schön alleine in der Loge. Aber alleine sind Sie heute nicht in zauberhafter Begleitung? In der Loge. Die Loge haben nur so eine kurze Wand da in Dresden. Aber Sie werden heute Abend das Tanzbein schwingen, richtig? Wir hoffen, ja. Werden Sie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Vielen Dank.